Hey, hey und herzlich willkommen. Es ist Unboxing Time. Der Vegan Beauty Basket ist bei mir angekommen. Ich freue mich total. Ich hatte euch ja schon mal ein bisschen was darüber erzählt. Und zwar ist das eine Box, die alle 2 Monate kommt. Das sind vegane Naturkosmetikprodukte aus aller Welt. Und der Hintergrund davon ist, dass man einfach mal das ein oder andere ausprobiert und mal ein bisschen über den Tellerrand schaut und sich seine Produkte zu kaufen. Also, wollen wir mal zusammen einen Blick in diese Box werfen. Wie hübsch ist das bitte? Und die Karte letztes Mal war schon so wunderschön und die ist noch viel schöner. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich habe eine Katze, ein Oggi-Katzentier. Wie schön. Ich bin jetzt schon verliebt. Die wird auf jeden Fall bei mir landen. Wahrscheinlich auch im Bilderrahmen. Super, super hübsch gemacht. Ja, hier vorne steht oder ist die Produktkarte Mai auch sehr minimalistisch gehalten. Ich denke, wir gucken nicht rein. Ich möchte eigentlich gleich mal in die Box gucken. Kommt in so einem Papier eingewickelt mit einem hübschen Schleifchen. Und diese Schleifchen behalte ich immer, weil die kann man nämlich ganz toll wieder verwenden für Geschenke. So. The first look in the box. Ja, ich kann schon was sehen, ihr nicht. Also lege ich los. Ein Body Scrub in Peppermint. Wie cool ist das denn? Von welcher Marke ist das? Vegan Fox kenne ich gar nicht. Peppermint Body Scrub. Ja, da müssen wir mal reingucken zusammen, ne? Achso, vielleicht sollte ich euch das auch mal zeigen. Das ist, kommt in Plastik. Ich denke, das ist auf jeden Fall recyceltes Plastik. Das sind 300 Gramm. Und bevor ich es aufmache, das spricht mich ja schon richtig an. Wahrscheinlich ist das versiegelt, schade. Ich lasse das jetzt auch mal versiegelt. Ich kann leider, nein, ich lasse es nicht versiegelt, weil ich benutze es sowieso. Und ich muss da unbedingt dran schnuppern. Ihr kennt mich, riechen ist ja so meins. Oh Gott, riecht das gut. Das riecht so richtig schön nach Pfefferminz. Und ich liebe Pfefferminz. Das hat so einen Ölanteil. Ich lese ja gleich in der Karte noch ein bisschen mehr darüber nach. Ja, das landet gleich in meiner Dusche, weil gerade jetzt, wo es richtig warm wird, wenn man abends duscht und dann so ein richtig schön frisches Peppermint-Peeling. Yes, I like it jetzt schon. Freue mich. Als nächstes kommt ein Lip-Balm von Beauty Mates Easy. Ein Lippenbalm mit Wassermelone. Super klein, super schön gestaltet, in einer Pappverpackung. Und natürlich kommt er mal raus. Und ja, es riecht so ganz leicht nach Wassermelone. Ist hier, ich würde mal sagen, ja, dieses Konzept zum hinten durchschieben, finde ich richtig gut. Vor allen Dingen, ja, minimalistisch und nicht diese riesen Plastikverpackungen und diese riesen Lipbalms. Das kann man auch mal aufbrauchen. Als nächstes Neubeginn. Yin-Yang Spray für Aura und Sinne. Können wir bitte, wir reden drüber, über das Packaging. Oh Gott, riecht das gut. Glaube ich, ist tatsächlich so ein bisschen Entspannungsspray. Ich, wie gesagt, ich gucke gleich mit euch da nochmal rein in die Packung. Dann haben wir ein Eyeliner. Oho. Ein Headline Eyeliner. Auch da werde ich gleich nochmal nachlesen. Das ist so ein ganz schmaler Pinsel. Ich habe gerade schon ein Video gedreht, wie ihr seht. Hier ist er. Wonach riecht das? Das hat einen Geruch, den ich kenne. Ich kann ihn gerade überhaupt nicht zuordnen. Und eine Moringa-Maske.
Das ist eine Crememaske. Anwendung einmal bis zweimal die Woche. Einmal bis zweimal die Woche. Ein bis zweimal die Woche. Vor dem Schlafengehen. Zwei Löffel Kräutermaske. Drei Löffel warmes Wasser mischen. Die Mischung circa 10 Minuten aktivieren lassen. Oh, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, ich guck mal in die Produktkarte. Da erfährt man meistens etwas mehr. So. Aloha Sense Natural Body Spray. Kurzbeschreibung. Diese Kieler Manufaktur aus Deutschland bietet handgefertigte Naturparfums und Bodysprays, nachhaltig hergestellt in kleinen Chargen. Alle Düfte sind pur, natürlich, biologisch, wild, vegan, sogar der Bioalkohol ist rein pflanzlich und unvergefällt, was auch immer das heißt. Ich kenne mich da tatsächlich nicht aus. Ich habe hier Neubeginn, Yin Yang für Aufblühen, Grapefruit für die Frische. Also ganz toll, gerade für den Sommer. Auch hier richtig gut durchdachte Box. Vegan Fox, Körperpeeling, Pfefferminze. Was, ich weiß gar nicht, darf man sagen, macht mich richtig an, dieses Körperpeeling. Das Körper mit Minze und Jojobaöl. Also kein Salzpeeling, halt's doch mal so rum. Und Shea-Butter befreit, stimuliert und pflegt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Also dieser Pfefferminzgeruch, ne? Ich bin ja ein Fan von Pfefferminze. Cyril, nein, lesen und aussprechen. Cyril Julius Organic. Eine Moringa-Gesichtsmaske. Cyriolysi, ich kann das nicht aussprechen, es tut mir leid. Gegründet von der pharmazeutischen Sarah Siriblicic, strebt nach Simplizität und glaubt an die Synergie reiner natürlicher Zutaten. Auch das ist eine Berliner Manufaktur. Auch das entsteht in liebevoller Handarbeit. Und dazu werden nur verwendet natürliche Materialien und Liebe zum Planeten. Da ist Moringa-Pulver drin, Antioxidant, hier erfrischende Wirkung, während das Hafermehl durchfeuchtend und hautberuhigend wirkt. Also die werde ich auf jeden Fall auftragen und dann nehme ich euch auch mit. Ulution Head Eyeliner, also das ist die Marke. Das ist ein ganz normaler Eyeliner. Aber mich würde tatsächlich mal interessieren. Ich habe euch das ja eben gezeigt. Ich finde das. Ihr könnt lachen, ne? Da ist Chrysantheme drin. Und ich glaube, die habe ich tatsächlich gerade rausgerochen. Also tatsächlich habe ich die gerade rausgerochen, weil da war ein Geruch drin. Und ich habe gedacht, irgendwas Blumiges. Und ich glaube, die habe ich jetzt tatsächlich da rausgerochen. Mein Gott, funktioniert meine Nase gut. Beauty Made Easy. Summertime Lip Balm finde ich auch richtig klasse. Wassermelone passt dazu. Sommerliche Lip Balm von Beauty Mates Easy pflegt deine Lippen geschmeidig weich. Die Formulierung mit Shea Butter, Kokos sowie Marula Öl ist die perfekte Wahl bei spröden und rissigen Lippen. Ja, was soll ich sagen? Absolut gelungen, absolut gelungen. Und vor allen Dingen auch hier das Prinzip. Alles, was da drin ist, in diesem veganen Beauty Basket, könnt ihr entspannt aufbrauchen. Ich werde euch die Daten nochmal dazu schreiben. 29,90, flexibles Abo, könnt ihr jederzeit kündigen. Alle 2 Monate kommt der, richtig tolle Produkte. Und ganz ehrlich, in 2 Monaten kann man so einen kleinen Lip Balm aufbrauchen. So ein Body Scrub, sowieso so eine Maske zum Selbstanrühren, im Badezimmer schnell gemacht. So ein Body Parfum, mega, gerade im Sommer. Wer ist da nicht am Sprühen? Und ein Eyeliner, wer tagtäglich einen Eyeliner benutzt. Klasse, klasse, klasse. Alle Daumen nach oben. Vielen Dank an das Team von Vegan Beauty Basket, dass ich wieder mit dabei war. Ich freue mich total. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Bis demnächst und tschüss.